Ja, mette Leute, und ein, ja doch, herzliches Willkommen zurück auf diesem leider recht inaktiven Kanal. Wir machen weiter mit den König der schlechten Aussagen. Auch ein bisschen abhandengekommen, aber es geht weiter. Aber vorher vielleicht noch so ein bisschen, ja, Rumgelaber. Viraina ist ja jetzt weg seit dem 1.5. komplett und seit Mitte Februar eigentlich quasi auch. Na, sagen wir mal, seit knappen 3 Monaten ist er weg. Und mich würde da so ein bisschen eure, ja, Schlüsse, kann man das so sagen, interessieren. Ich habe die letzten Tage ein bisschen öfters in den Schanzenwatch-Chat reingeschaut. Er ist eben noch komplett aktiv, das ist krank. Na klar, ist er nicht mehr irgendwie die 10.000 Nachrichten am Tag oder so, sondern nur in Anführungszeichen ein paar tausend. Aber das ist krass, ne? Rainer ist weg. Aber trotzdem ist dieser Nachhall noch da, ne? Ich meine, das war klar, dass von heute auf morgen nicht alles aufhört. Das ist schon krass, aber worauf ich hinaus wollte, ist einfach, irgendwie, das war so ein schleichender Prozess, sage ich einfach mal, wo Rainer einfach aus dem verschwunden ist, oder? Hattet ihr, wenn ihr nicht oft auf Telegram unterwegs seid, natürlich, ne, klar, wenn jeden Tag ihr da seht, okay, Schanzenwatch, Telegram-Chat, ne, eine neue Nachricht, ist klar, dass das ein bisschen mehr im Kopf bleibt, aber, wenn ihr das halt nicht habt, ist es bei euch dann auch so wirklich schleichend vorbeigegangen? Ich weiß so, ich bin halt wirklich gar nicht mehr drin. Ich habe nicht mal dieses Mara-Marie-Verhör-League-Dingsbums angeschaut. Wenn wir uns auch noch anhören, na klar. Aber ich, nicht mehr das habe ich mitbekommen. Wisst ihr, was ich meine? Und als der Grind noch real war, sage ich einfach mal, so Ende letzten Jahres oder so um den Dreh, da wirklich eine Reihe hätte furzen können und ich hätte es mitbekommen. Wisst ihr, was ich meine? Ist vielleicht ein bisschen extrem, weil ich natürlich auch viele Videos gemacht habe, ist klar. Aber auch mal auf die Frage hinauszukommen. Habt ihr das auch? Dass einfach, ja, Rainer einfach weg ist. So. Im Februar habe ich gedacht, okay, ne, man wird sich noch auf das Rainer Sachen anschauen, einfach so Leaks im Hintergrund anhören. Aber bei mir ist das wirklich gar nicht mehr. Hätte ich so nicht gedacht. Deswegen, um auf den Punkt zu kommen, nach 2 Minuten, sehr schön. Wie viel Platz hat Drachen noch in eurem Leben? Seid ihr noch so, dass ihr immer noch ab und zu Leaks schaut, ab und zu auf Telegram schaut, ob irgendwas Neues passiert ist oder so? Oder ob ihr wirklich sagt, der Rainer ist irgendwie weg? Na gut, Freunde. Bevor ich mich nochmal wiederhole, wir starten mit der nächsten Folge König der schlechten Aussagen und wir starten rein. Rainer Winkler. Horsten Pinkler. Rainer Winkler. Horsten Pinkler. Rainer Winkler. Horsten Pinkler. Ich denke mal, das kennen die meisten von euch. Es gibt ja so eine Sache, man sagt, wer sich in LOL über seine Mitspieler aufregt, der hat selber keine Ahnung vom Spiel und kann das Spiel nicht. Ich schieße dir recht und ich werde dich reporten. Und ich hoffe, das ganze Team reportet dich auch, Alter. Weil so assi sich verhalten, ernsthaft, das muss echt nicht sein. Ich verstehe nicht, warum muss man sich so asozial und behindert benehmen, Alter. Ich finde es ja wirklich sehr interessant. Ne? Ich meine, dass Rainer davon spricht, dass Leute, jetzt mal nicht nur auf LOL bezogen, sondern einfach mal, ich denke mal, das kann man generell sagen, dass Leute, die immer nur die Fehler bei anderen suchen, sagen, ja, ich habe doch gar nichts getan, ich konnte dafür doch gar nichts, immer meistens doch eher selbst schuld sind, dass es genau von jemandem kommt wie Rainer, der einfach, ja, quasi das Paradebeispiel dafür ist. Was passiert, wenn man nur die Fehler bei anderen sucht und nicht bei sich selbst? Es ist immer eine ziemliche Ironie, weil Rainer tritt oft in solche Fettnäpfchen. Als hätte man in seinem Leben echt null Chancen. Gut, der Typ hier wird reported. Beleidigung. Ja, der Quali ist absolut scheiße. Ne? Ich denke mal, das war nicht mal vom Videoersteller, sondern Rainer hat halt wirklich so gestreamt. Ungesprochene, unsportliches Verhalten, Betrug. Eigentlich ist es Betrug. Dann, was habe ich noch gesagt? Wen wollte ich noch melden? Den Baron wollte ich noch melden. Wenn man jetzt irgendwie streamt oder so, hat man nicht so viel Zeit, jetzt extrem lange zu kochen noch. Oder ich habe abends nach der Arbeit oder so auch keine Lust zu kochen, deswegen mache ich das ja so. So sexuelle Sachen sind auch ein bisschen arg privat, findest du nicht? Wow, 25.000. Das kommt von Rainer. Waren wir in etwa 160 Franken. 160 Franken? Was sind denn 160 Franken? Schweizer Währung.
Bah! Das ist Schweizer Währung. Man musste morgen raus. Ein Mann von Welt. So wie immer. Zwischen 8 und 10 stehe ich auf. Wie geht's eigentlich unserem Dinosaurier, unserem neuen? Bist das du gewesen? Der da war das, glaube ich. Seine Sozialität ist halt total in Gefahr. So, muss übrigens aufgrund... Seine Asozialität ist in Gefahr. Auch ein wilder Tick. Von Stürmen auch diese Dinger aufmachen. Hier steht noch mehr Magiebücher. Bücher über Mord und Intrigation im Hinterhalt. Ich bin meiner Existenz überdrüssig und müde. Keine Freunde mehr. Keine Freude mehr. Das Ende ist nah. Gib nach. Was? Papa, was? Pepmar. Man kann den Untertitel lesen und ich und übrigens, wenn ihr euch darüber aufregt, dass ihr das nicht versteht, ja, dann fühlt ihr euch mal genauso wie ich, wenn ich meine Spiele spiele. Ich verstehe nämlich das Englisch auch bloß zum Teil. Auch das Japanische verstehe ich bloß zum Teil. Den Rest muss ich sowieso immer lesen. Wenn ihr zuvor zum Lesen seid, naja, dann herzlich willkommen in dem Club. Na klar. Also, er versteht es nur zum Teil, ist er wirklich massiv im falschen Regal gegriffen, aber massiv. Alter, weißt du kannst mich mal spielen. Als ob der mich mit 2 Schlägen one-hittet. Capcom. Stimmt, ist ja auch ein Capcom-Spiel. Gibt's Capcom noch? Ich dachte, die haben dicht gemacht. Ich dachte, die gibt's nicht mehr. Halten Sie die Gästewertung auf 1400. So, die nächste Frage ist von Tata Fisch. Diese Puppe, ne? Ich hab's schon ziemlich oft gesagt. Irgendwie bei der Puppe, das ist ein lebloses Objekt. Aber man sieht ihr den Schmerz trotzdem an, den Rainer ihr zugefügt hat. Willst du mal auf Pornhub-Videos reagieren? Hashtag für Frache. Okay, die Frage ist relativ einfach zu beantworten. Nein, ich reagiere nicht auf Fragen. Ach Link, muss ich jetzt da echt ganz hochklettern, weil du zu voll bist, da mal richtig hinzugucken? Fische fangen. Nur Kochzutaten in der Nähe einer Fischsiedlung. Was sie lautet? Willst du heute noch was trinken? Ich habe keinen Alkohol. Außer meinen Kaffee. Und da ist kein Alkohol drin. Bist du aus Franken? Ich bin aus Bayern. Und Franken ist ja in Bayern. Heißt nicht unbedingt, dass du auch die gleichen Ferien hast wie wir. Doch. Bist du auf Mittelfranke? Bist du unter Franke? Bist du unter Bayern? Das spielt keine Rolle. Ich wohne aber in Bayern, hast du ja. Das Schulsystem ist ja Ländersache. Wenn du sagst, dass du aus Mittelfranken kommst, weißt du, wie groß Mittelfranken ist? Nur mal so am Rande. Ich komme gar nicht aus Franken. Aber ganz Bayern haben dieselben Ferien, also. Eben. Sicher? Hättest du. Daran merkt man einfach, dass Rainer wirklich, er tut ja immer so, als wäre er ein Mann von Welt, kommt überall klar, hat schon überall was erlebt, was weiß ich. Und dann kommen halt solche Sachen, wo man genau merkt, jo, der Typ ist seit 30 Jahren nicht aus diesem Kaff rausgekommen und denkt wirklich, dass Franken, Mittelfranken, Mädelfranken, was auch immer, nicht an die bayerischen Zeiten quasi, wie sagt man, gekoppelt ist. Du schon eine Anfrage bezüglich Interviews und Fernsehauftritt? Ich habe sogar schon Angebote für Filme bekommen, tatsächlich. Die natürlich. Zeit damals war ohne Internet überhaupt cool. Ja, ohne Scheiß. Es war echt noch eine geile Zeit. Man hatte zwar ein bisschen Probleme, wenn man erwachsene Sachen brauchte. Umso öfter ihr mich beleidigt, umso öfter ihr mich versucht fertig zu machen. Und ich finde, daran merkt man auch, dass sein Gehirn sehr kaputt ist. Weil ich meine, wenn er aus dieser Perspektive spricht, also aus, wie alt war er da, Ende 20 oder so, 2018, wie alt war er da, immer einmal älter das Jahr, 29, da merkt man, dass sein Gehirn schon so darauf, ja, wie soll ich sagen, eingetrichtert ist, sich wirklich pornografische Sachen anzuschauen, weil es einfach anders gar nicht mehr geht. Und heutzutage ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Krasser werde ich. Und umso größer werde ich aus der Asche auferstehen. Kennst du kein Harry Potter? Natürlich kenne ich Harry Potter. Hab alle Hörbücher und alle Bücher gelesen. Also Shazam war damals ein richtig cooler Film. Das war ein farbiger Genie. Ich sag das mal so. Es war ein farbiger Genie, das war ein ziemlich cooler Film. Hat auch viel Spaß. Farbiger sagt mir, glaube ich, politisch korrekt gar nicht mehr, ne? Das heißt korrekt, glaube ich, Afroamerikaner. Da muss man eben was. Oder Affen.
wenn man aus Mittelfranken kommt, was nicht in Bayern ist. Das musste ich jetzt für die Zuschauer machen, was ich nebenbei immer mal mache. Ich habe hier ein Glas Apfelmus stehen und das ist auch noch frisch, das ist von gestern und ich habe keinen Löffel da. Also trinke ich das Glas Apfelmus. Vor Jahren, da war ich 18 oder 19, da habe ich tatsächlich, und das ist kein Witz, keine Übertreibung oder sonst was, da habe ich im Stahlwerk gearbeitet, bei 60, 70 Grad im Schatten, draußen. Ich bin sowieso schon ein sehr selbstkritischer. Erstmal im Stahlwerk draußen gearbeitet, ist glaube ich schon wild. Oh, bei 60, 70 Grad im Schatten. Na klar, Rainer, na klar. Kritischer Mensch, auch wenn man das mir manchmal nicht ansieht oder die meisten nicht glauben. Aber ich bin teilweise schon sehr selbstkritisch und vor allem in Bezug auf meine Videos. Ich persönlich bin nicht wirklich für Großkonzerne. Natürlich. Ich mag keine Großkonzerne. Auch wenn ich selbst mit Kommerz mein Geld verdiene, bin ich nicht wirklich ein Fan von Kommerz. Hallo Rainer, morgen halten wir das Eierfest am Stadtrand ab. Es ist 8.50 Uhr oder 6.50 Uhr? Ich verwechsel die 8 und die 6 immer. Das schaut immer so komisch aus. Du kannst mich ruhig verachten dafür. Warum denn? Du schuftest wie ein Tier, Alter. Und deine Mutter hockt vor der Ham und macht nichts. Das kenne ich nur zu gut. Ein Tag bricht an. Und zwar andersrum. Nee, doch, ein neuer Tag bricht an. Und für dich eine seltene und wundervolle Welt. Was? Eine seltsame und wundervolle Welt. Luft füllt deine Lungen. Alle, was? Als du deine, was? Deine Glühmäßen? Keine Ahnung. Boah, ich bin frisch geduscht. Ich rieche extrem gut, frische Klamotten. Jetzt könnten die Frauen kommen. Für Susi sieht so scharf aus, ey. Ich weiß auch nicht. Alles klar, Honey, mein Schatz. Viel schönen Abend noch. Auch immer sehr interessant, dass Rainer es immer sehr zelebriert, wenn er mal duschen gegangen ist. Oder sich die Haare gekämmt hat, was auch immer. Da ist es immer sehr im Vordergrund bei Rainer. Was das aussagen soll, überlasse ich euch. Wisst ihr übrigens, danke an die Leute, Props an die Leute, die mir eine Zahnlücke gemacht haben. Passt mal auf, ich zeige euch was. Ja, gut. Das war die Folge König der schlechten Aussagen. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video nennen. Wahrscheinlich einfach väterliche Sachenlaut oder so. Glaube ich ein bisschen impulsiver. Ja, wie gesagt, ne? Ihr habt es am Anfang des Videos wahrscheinlich gesehen. Schreibt gerne in die Kommentare, was für einen Stellenwert Rainer vor Februar oder sagen wir mal vor 2024 hatte. Ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und was für einen Stellenwert er jetzt hat. Wie gesagt, schaut ihr noch Leaks nebenbei? Seid ihr up to date? Fahrt ihr selbst nach Zobis? Was weiß ich, ne? Gibt ja viele Stufen. Ne? Würde mich sehr interessieren. Vielleicht kann man daraus dann auch ein Video zaubern, falls viele verschiedene Meinungen aufeinanderprallen. Na gut, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich versuche ein bisschen aktiver zu werden hier wieder, damit das hier nicht im Sande verläuft. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Link zum Video übrigens in der Videobeschreibung, wie immer. Ihr wisst, wenn ihr euch den Rest der Parts anschauen wollt, gibt irgendwie 50 oder so. Also könnt schon einen guten Abend füllen. Aber jetzt, wie gesagt, haut rein.